Hey ho Leute, und hier ist wieder euer Mania tut na 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 LP, und das hier ist jetzt praktisch die Fortsetzung von meinem Video, weil ich ja keinen richtigen Wohnort gefunden habe und es ist jetzt inzwischen Tag geworden und diese mega nervige Spinne hängt hier schon die ganze Zeit über meinem Haus und ich hoffe, dass ich sie jetzt mal wegkriege. Hau doch ab, blödes Viech, ey. Immer noch da. Na, wo bist du, hä? Meine Güte, ey. Oh, hau ab. So, jetzt so hochspringen raus. Ah. Arsch. Geh doch weg. Blödes Viech, ey. Oh, jetzt hat es mir wehgetan, ihr blödes Viech, ey. So, gleich bist du weg. Wo bist du? Wo bist du? Scheiß Spinne, ey. Ich weiß gar nicht, wo das Viech ist. Hier hört sich's an. Na komm! Ja, komm! Ja, wo? Na, egal, Leute. Also ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal das Ding hier mit. Lass uns erstmal nicht beeindrucken von dieser mega nervigen Spinne. Guck mal, wo die ist. Da ist das blöde Viech, ey. Ja, hau ab. Ich will dich nicht mehr sehen, ey. So. Okay. Gut, also. Dann machen wir uns wieder auf und gehen ganz lustig hier durch den Wald, Tralleri, Trallera, Trallerhopsasa. Oh yeah. So. Ich finde die Musik gerade noch ein bisschen laut. Ich mache die gerade noch mal ein bisschen leiser. Das Problem hat hier gerade eben schon. Ich habe nicht ausgelernt. Also wartet noch mal ganz kurz. Und schwuppsdiwupps, da bin ich wieder. So, also, ich finde, dass jetzt die Lautstärke einigermaßen angenehm ist. Und jetzt werde ich mich mal wieder als Freerunner versuchen. Ja, ihr habt richtig gehört. Freerunner habe ich ja gerade eben schon mal gemacht. Und ich habe mir gerade zwar ein bisschen weh getan, ist jetzt aber auch egal. Schaffen wir es drüber. Den aber, den nehmen wir extra weg. Und, Anlauf nehmen. Eins, zwei, drei, hui. Och, scheiße. Arg. Mist, ey. Was ist das für ein Geräusch? Aber egal. Gehen wir weiter. Na, das ist immer wunderbar bei Minecraft, wie die Tiere hier klettern können. Also im Real Life gibt es sowas ja nicht. Aber hier in Minecraft können natürlich Kühe auch auf Bäume klettern. Warum auch nicht? Ich meine, sehen natürlich auch so aus, als wären sie unheimlich kletterfähig. Und die Kuh da oben geht jetzt auch bestimmt gleich wieder runter, weil sie es total drauf hat und Freerunner-mäßig da jetzt gleich runterjumpen wird. Das zeige ich euch jetzt nicht natürlich, weil wir natürlich jetzt das Hütte bauen müssen, aber wird sie ganz bestimmt gleich so machen. Hopp, 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 hopp. Und die Welt generiert gerade noch ein bisschen. Ich bleibe jetzt noch mal ganz kurz hier stehen. Okay, Leute. Machen wir uns auf, gehen wir weiter in die weite Wildnis. Sieht immer so witzig aus, weil du da so voll unten durchgucken kannst, ne? Na, egal. Also eigentlich sollte mal in meinem PC ja sowas nicht passieren, vor allem jetzt hier so. Ich meine, also so eine GTX 680, ne, die sollte sowas ja eigentlich schon schaffen, oder? Na, ist halt Minecraft, und Minecraft ist jetzt auch nicht so top programmiert, hab ich mir sagen lassen. Aber was soll's? Egal, es macht Spaß. Und wenn wir erstmal einen Wohnort gefunden haben, dann baut sich die Welt ja drumherum auch immer mehr auf. Und werden wir mal sehen, dann wird sowas eigentlich nicht mehr passieren. Oder sollte zumindest nicht mehr passieren.
Und schwuppsidups, hat alles generiert. Sieht wunderbar aus. Danke, Minecraft. Hast du gut gemacht. So, das hört sich doch wunderbar an noch, diese Fallgruben. Was war das denn für ein Geräusch hier? Jetzt kommt wieder die klassische Musik. War gerade wieder dieses Geräusch, ey. Also, da ich noch nicht so viel Minecraft gespielt habe, weiß ich jetzt gerade nicht so genau, was das ist, aber. So, jetzt habe ich im perfekten Augenblick gewechselt. So, dann haben wir jetzt so ein bisschen noch Musik, die mich irgendwie so ein bisschen an den kleinen Hobbit erinnert. Ich weiß auch nicht warum, aber es hört sich gerade voll so an. Ja, Leute, und ihr merkt schon, Freerunner, das ist einfach voll mein Ding. Bin hier gerade wieder unterwegs, also ich werde wahrscheinlich wieder gleich total abfällen und irgendwie so voll aus der 100 Meter hohen Baukrone rausfallen. Aber egal. Jetzt im Moment habe ich es gerade voll drauf. Jetzt machen wir gerade mal einen Jump mit einem 360. Ich mache das mal zur Sicherheit weg und das hier auch. Na, das dauert das jetzt. Na, egal. Wir machen jetzt einen 360 hier runter. Das habt ihr noch von keinem Let's Player gesehen. Also passt ganz genau auf. Und whee! Perfekt, ey. So, also wenn ich jetzt irgendwie wieder einen Einstieg finde in die Bäume, so wie bei Assassin's Creed 3, dann werde ich mich natürlich gleich wieder durchhangeln und die Chance nutzen und das Ganze meistern, das bisher. Hopp, 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 bang, gang, man, ach egal. Ich will ja gar nicht enden mit diesem grünen Wald hier. Ich will eigentlich relativ, ich hatte mir eigentlich so vorgestellt, in einem relativ bergigen Gebiet meine Hütte zu bauen und nicht in so einer geraden Welt hier, so wie hier es eigentlich ist. Und es ist ja alles so gleich, also so alles wie bei mir zu Hause und das will ich doch nicht. Deswegen entfliehe ich doch hierhin in die Minecraft-Welt. Oh. Aber wir finden schon noch eine gute Stelle. Ich hoffe nur, dass es in diesem Let's Play jetzt klappt, weil ich habe jetzt extra noch ein zweites direkt hinterher geschoben und werde das jetzt auch gleich alles hochladen. Damit wir halt in dieser Folge zumindest noch einen Standort finden, weil das ist ja schon so eine Sache, ne? Mit Standort bleibt man dann eine Weile. Wir können natürlich auch immer noch mal umziehen, aber oh, das darf ich nicht. Aber an sich, hier oben hat man wieder was zu essen, sehe ich gerade. Überlegen wir gerade, sollen wir diese Reise da antreten und jetzt hier mal rüberschwimmen? Ist natürlich jetzt gerade, weil die Welt noch nicht generiert hat, nicht was uns erwarten wird. Aber ich glaube, wir gehen jetzt mal diesen Sprung ins Ungewisse. Und das machen wir jetzt am besten mal. Mit dem Köpfer, sehr schön. Und wir sinken und sinken und sinken. Die Sonne schon den Mittelpunkt erreicht. Bleibt jetzt hier mal so ganz kurz stehen. Mir scheint nicht, und das ist natürlich gut für uns. Dann haben wir noch mächtig Zeit, darüber zu schwimmen. Denn ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauern wird. Kann ich mal so ein bisschen unten gucken, wie die Welt sich so ein bisschen verändert. Drüben ist übrigens mein Freund die Krake. Ja, da ist noch eine Krake. Kenne ich nicht. Die da kenne ich. Das ist Erhard. Moment, Erhard kurz Hallo sagen. Na, lass mir Erhard mal ein bisschen schwimmen. Also ich bin mir aber jetzt gerade ziemlich sicher, dass die Sonne untergeht. Was natürlich überhaupt nicht gut ist, weil ich dann wieder irgendeinen blöden Standort suchen muss. Hoffen muss, dass die Monster erstmal wegbleiben. Also auch möglichst schnell da mal ankommen und dann mir schnell mal eine Hütte bauen oder eben noch mal so ein Loch graben, weil ich nicht glaube, dass wir derzeit jetzt noch so schnell unseren Standort finden. Also sieht auf jeden Fall schon mal abwechslungsreich aus, aber ich glaube, das ist nur so eine kleine Insel. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant hier. Hopp. 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 Ja, ja.
Ihr wisst, was ich meine. Hopp. So. Perfekt. Jetzt buddeln wir uns gleich mal hier runter, weil dann die Monster erstmal alle weg. Das ist gar nicht gut, ey. Oh, hier wollte ich meine Hütte bauen, ey. Ich muss mich jetzt voll beeilen mit dir. Ja, beeil dich. Krabbel. Er will nicht. Na egal, machen wir hier mal einen Deckel drauf. Zu. So, jetzt sehen wieder nur ich ganz bisschen noch was. Es kann natürlich auch sein, dass ihr von eurem Gerät jetzt die Helligkeit ganz hoch stellt. Damit ihr diese atemberaubenden Texturen genießen könnt. So wie ich es gerade tue. Oh. You may not rest now, there are monsters near me. Ja, das habe ich 1000 Mal da drauf geklickt und jedes Mal haben dieselbe Nachricht. Das klingt immer so bedrohlich auf einmal. Ist das wieder eine Spinne? Hoffentlich nicht, ey. Egal, es ist der nächste Tag. Wir haben, sehe ich gerade, noch 3 Minuten etwa. Und dann werde ich mal hoffen, aus den 3 Minuten jetzt noch das Beste rauszuholen. Hopp. Das Meer ist mir ein bisschen zu weit. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rüber schwimmen muss. Oder ob es auf dieser Insel weitergeht. Oh Gott. Was sollen wir machen? Oh nein. Ah, ich hasse dich. Wo ist er? Kann es doch nicht treffen, dieser. Na, okay, kann doch treffen. So. So, das war ein bisschen waghalsig. Aber egal, wir haben es natürlich geschafft, also dank meiner Künste, ist klar. So, liebe Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich nehme mal an, dass wir darüber müssen. Laufen wir erstmal nochmal ein bisschen hier lang, gucken wir, ob es irgendwie noch ein bisschen größer wird hier alles, aber ich glaube, das ist so eine kleine Insel. Weil das eine kleine Insel ist. Ich dachte gerade, der Wolf oder Hund oder Wolfhund hat rote Augen und ist ganz sauer auf mich. Aber nein, bist du natürlich nicht. Er rennt natürlich jetzt weg. Sehr schön. So gut gemacht. Stolz auf dich. Ich würde sagen, wir müssen jetzt entweder wir springen jetzt ins kalte Wasser oder wir bauen hier unsere Hütte, was ich eigentlich für keine so gute Idee halte. Weil wir hier nicht so viel unternehmen können auf dieser kleinen Insel, immer wenn wir irgendwas brauchen. Müssen wir mal eben fix mal eben auf eine andere Insel schwimmen oder aufs Festland schwimmen. Naja. 1 Minute haben wir noch. Wenn wir angekommen sind, ich hoffe, wir kommen schnell genug an, muss ich mir auch mal wieder was zu essen besorgen, weil ich habe jetzt, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Nee. Das ist natürlich echt ärgerlich, weil ohne Essen ist nicht lange überleben hier in Minecraft. Wir können ja nicht eben mal auf die alte Minecraft-Version umstellen und dann mal eben das Essen praktisch ausschalten. Ich fliege ja so voll an der Kante, ey. Das ist voll spektakulär und so. Wir können hier mal mit Rücken schwimmen, kann ich nämlich auch voll gut. Da ist die Insel. Sie war einst für eine Nacht unser Zuhause. Doch jetzt müssen wir sie leider wieder verlassen. Welch Tragik bei dieser schönen Umgebung der Insel. So, und dann geht's in der nächsten Folge weiter, wenn wir uns unseren Standort suchen. Wer hätte es gedacht? Und wir sind hier unten schon Level 2. Mal sehen, wie es weitergeht. Wir müssen uns was zu essen besorgen. Wir haben noch viel zu tun. Also wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Also schaltet nochmal ein. Ich würde mich drüber freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert das Ganze doch gleich mal. Würde ich mich freuen. Adios, bis zum nächsten Mal.